Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der erste Spieltag der Champions League Saison 2020-2021 steht an. Ich sag kurz ein paar Sachen vorweg. Es kann natürlich immer sein, dass es Verletzte oder ja, kranke Spieler gibt, die jetzt in der Prognose noch dabei sind oder dass Spiele vielleicht verlegt werden, ausfallen oder so. Das kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt immer noch nicht sagen. Ich nehme die hier regulär auf und dann spiele ich sie so oder beziehungsweise lasse sie so spielen, wie sie eben kommen und kommentiere das dann auch so. Da würde ich dann um Rücksicht bitten, wenn da irgendwie was auftauchen sollte, kann auf jeden Fall immer mal passieren. Ansonsten jetzt viel Spaß beim ersten Spiel und los geht's. Es wird schwer für RB Leipzig, die Resultate aus der Vorsaison noch zu toppen. Da scheidete man ja erst im Halbfinale aus. Nun in der ersten Runde, am ersten Spieltag gegen den türkischen Meister aus Istanbul. Başakşehir hier zu Gast in der Red Bull Arena. Die in weiß gekleideten Gastgeber hatten die erste Möglichkeit. Paulsen hier mit einem Kopfball, der aber doch recht deutlich über den Kasten rüberging. Aber eine starke Anfangsphase war es allemal von Leipzig. Eckball von der linken Seite, Dani Olmo, der nächste eher ungefährliche Kopfball. Die Elf von Julian Nagelsmann, spielbestimmend, aber die hundertprozentigen Möglichkeiten blieben weiterhin aus. Von den Gästen aus der Türkei kamen auch zu wenig. Knappe halbe Stunde gespielt. Angelino über die linke Seite. Dani Olmo zu Paulsen, nochmal schön weitergeleitet. Christoph Nkunku, Kampel. Nkunku bekommt den Ball wieder und schießt ein zum 1:0. 32. Spielminute, der Führungstreffer für Leipzig, verdientermaßen in der ersten richtig gut herausgespielten Tormöglichkeit. Nach 45 Minuten stand es dann auch 1:0. Der zweite Durchgang war dann noch schwächer. Vor allem von den Gästen kam nach vorne weiterhin nichts. Aber auch Leipzig zog sich zurück, wollte dieses 1:0 über die Zeit bringen. Wir sind schon in der Schlussphase, dann mal ein Kopfball. Aber diese Möglichkeit dann eines der größten Highlights im zweiten Durchgang. Es blieb beim 1:0, also RB Leipzig gewinnt zum Auftakt. Es war wirklich kein bravouröses Spiel, aber die drei Punkte sind auf dem Konto und das ist hier erstmal die Hauptsache. Der BVB zu Gast bei Lazio Rom und in schwarz-gelb gekleidet spielte es sich hier scheinbar ganz gut auf dem Feld. Die Dortmunder machten es richtig gut von Beginn an. Wir sind zwar jetzt schon in der 26. weil wir da das erste Tor zu vermelden haben. Jadon Sancho 1:0 zu dem Zeitpunkt. Die verdiente Führung, weil Lazio Rom nicht wirklich gut ins Spiel fand. Guter Auftritt von Dortmund. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal die Elf von Lucien Favre. Marco Reus sieht Erling Haaland. Und das ist eigentlich ein Ball, den er nachts um drei macht, wenn er spontan aufgeweckt wird. Hier scheitert er allerdings am guten Keeper von Rom. Das Tor von Sancho also erstmal der einzige Treffer in der ersten Hälfte, ging aber gut weiter in Durchgang 2. Sancho, was für ein Pass. Reus quergelegt. Das ist ein fantastisches Tor. 2:0, 51. Minute. Dieser Pass hier alleine. Dann Reus mit der Übersicht legt quer. Für Haaland ist es dann nur noch eine Formsache, den übers Ziel zu bringen. Stunde gespielt knapp. Und jetzt Haaland. Und Haaland! Die nächste große Möglichkeit. Diesmal vergibt er wieder. Hätte hier auch locker zwei oder drei Tore schon machen können. Verspringt ihm bei der Annahme etwas der Ball. Macht dann noch das Beste draus. Aber bei Rom stand eben auch einer zwischen den Pfosten. Lazio nach vorne, aber über 90 Minuten gesehen enttäuschend. Stattdessen nochmal Erling Haaland und diesmal ein weiteres Mal erfolgreich. 79. Alles klar in diesem Duell, 10 Minuten vor dem Schluss. Es blieb beim 3:0, auch in der Höhe durchaus verdient. Dortmund über 90 Minuten dominant, richtig gut aufspielend, teilweise geniale Spielzüge. Und so schlägt man dann Lazio rum, auch klar und deutlich.
Der FC Bayern München als Titelverteidiger geht da ins Rennen. Am ersten Spieltag kam dann Atletico Madrid in die Allianz Arena. Es startete mit einer Standardsituation. 17. Spielminute, Atletico wie gewohnt sehr defensiv eingestellt. Kimmich und Coman. Dass der da zum Kopfball kommt, ist doch schon eher ungewöhnlich. Für Oblak aber ist es kein Problem, diesen eher harmlosen Kopfball festzuhalten. Aus dem Spiel ging bis dato relativ wenig. Aber es wurde besser. Davis mit viel Raum vor sich. Die Flanke zu Lewandowski ist dann vorm schön gebracht. Und Lewandowski ist viel zu frei. Das ist sträflich. Das ist schwach verteidigt. Und für Lewandowski ein Geschenk, das er natürlich annimmt. Vor dem Seitenwechsel aber dann auch Atletico. Koke kommt erst gegen Alaba nicht durch. Aber Atletico bleibt bissig. Joao Felix. Suarez, Joao, Felix und Ausgleich, wie aus dem Nichts, das 1:1 für die Spanier, schön vorgelegt, Neuer kommt raus, Boateng ist dran, aber Joao Felix hat eben auch eine gewisse Qualität, die bringt er hier dann aufs Feld. 45 Minuten absolviert, 1:1, etwas unglücklich für die Bayern, da war doch deutlich mehr drin. 10 Minuten knapp gespielt. Jetzt in der zweiten Halbzeit wieder die Bayern. Müller raus zu Coman. Der bringt die Flanke. Und Kieran Trippier ist mit der Hand dran. Sieht man hier etwas verdeckt, aber es ist wohl die richtige Entscheidung. Elfmetermöglichkeit für Lewandowski. Lewandowski täuscht an. Macht es dann aber ganz überlegt und souverän. 57. Minute. Oblak überwunden, der spekuliert auf einen zentralen Schuss. Lewandowski zögert nochmal, aber kann trotzdem erfolgreich einschießen. Und diese Führung, sie hielt sehr lange in der Schlussphase. Dann aber nochmal Atletico Madrid. Carrasco bringt die Flanke zu Joao Felix, aber Boateng ist dazwischen und verhindert das Schlimmeres, klärt zum Eckball, aus dem resultierte dann nichts. Es blieb beim 2:1 der FC Bayern München. Er kämpft, er arbeitet sich dieses 2:1, verdient sich das allerdings auch. Und Atletico Madrid eben eine Situation nicht wach genug. Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach, das vierte deutsche Duell, das vierte Duell mit deutscher Beteiligung, so müsste es richtig heißen. Ging besser los für Inter. Lukaku mit der Hacke zu Hakimi. Den kennen wir ja noch. Letzte Saison noch für Dortmund aktiv. Und da wissen wir, wie torgefährlich der ist. Der Außenbahnspieler. Hier scheitert er an Jan Sommer. Doch die erste Hälfte gehörte nur der Inter. Wieder Hakimi. Arturo Vidal. Und Barella, der hat gar keine Lust hier über Passspiel oder sonst was zu diskutieren. Schließt einfach trocken ab, lässt da Sommer diesmal keine Chance. Das bedeutete gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Die Borussia fand bis dahin noch nicht wirklich statt. Wurde jetzt im zweiten Durchgang aber deutlich besser. Kramer. Auch offensiv jetzt mal gefordert. Stindl zu Alassane Plea. Und so schnell geht's dann. 54. Minute, 1:1. Da war Inter einmal nicht aufmerksam. Plea, schöne Drehung. Und eiskalter Abschluss. Davon waren die Gastgeber beeindruckt. Und Gladbach hatte eine breite Brust. Florian Neuhaus zu Lars Stindl. Spiel gedreht, 20 Minuten vor dem Ende, plötzlich Gladbach in der Pole Position und Inter Mailand musste wieder etwas nach vorne machen, aber da kam nichts mehr. Stattdessen Gladbach jetzt wirklich mit dem Wind im Rücken. Neuhaus 3:1. Das hatte sich lange Zeit nicht angedeutet, jetzt wurde es doch ein
deutliches Ergebnis und dann ein 3:1 Erfolg für die Gäste. Etwas überraschend, aber nicht unverdient nach den zweiten 45 Minuten. Gewinnt Gladbach hier bei Inter Mailand. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und adios.